Willkommen zu diesem Webinar von WH Self Invest und von mir, von Holger Breuer. Von WH Self Invest ist aktuell keiner mehr da, deswegen starten wir direkt mit einer kleinen Einführung von mir. Wir warten noch ein, zwei Minütchen auf einige Nachzügler. Die Aufzeichnung, wenn ich das richtig sehe, läuft bereits. Dann frage ich noch mal ganz kurz in die Runde, ob jeder meinen Startbildschirm sehen kann und auch, ob man mich gut hören kann. Ja, das sieht sehr gut aus. Wunderbar. Okay, ja, das ist ja der zweite Teil meiner Webinarreihe hier bei WH Self Invest. Diesmal um 20 Uhr. Wir wollten das mal testen, ob die Leute um 17 Uhr eher bereit sind, sich so ein Webinar anzusehen oder um 20 Uhr. Ich denke mal, heute werden auch einige mehr dabei sein. Erstens von der Zeit her und zweitens vielleicht vom Thema her. Wir haben heute das Thema Detailanalyse von Range Breakout Strategien. Letzte Woche hatten wir die Thematik, danke, danke. Letzte Woche hatten wir die Thematik Saisonalitäten. Das sind jetzt keine neuen Themen, aber immer noch sehr interessant und man kann damit auch sehr viel machen. Und ich würde euch oder Sie auch bitten, Range Breakout-Strategien sind ja bekannt. Wir gehen dann gleich noch im Detail darauf ein, auch Ideen vorzubringen. Das wird ein bisschen praxisnäher sein, dieser Vortrag. Ich zeige ein bisschen was von Ninja Trader. WH Self Invest hat ja jetzt auch Ninja Trader oder bietet auch Ninja Trader an als Plattform, sodass man hier auch ja durchaus einige Features zeigen kann und auch einige Sachen zeigen kann. Deswegen werden wir nicht ganz so viel Theorie machen wie im ersten Teil, sondern da auch ein bisschen auf die Praxis eingehen. Und jeder hat die Chance, dann auch eigene Vorschläge zu machen, wie man das auch früher vom Strategiecheck her kennt oder kannte, sodass wir auch verschiedene Varianten von Strategien dann auch testen können. Okay, dann geht's auch los. Wir haben hier den Haftungsausschluss. Ganz kurz bitte durchlesen. Das sind natürlich nur von mir zusammengetragene Informationen und jeder haftet natürlich dafür selbst, was er mit diesen Informationen oder auch mit Strategien macht, die wir jetzt hier zusammen entwickeln, die ich hier vorstelle und die wir hier auch dann bewerten und uns anschauen wollen. Wir arbeiten hier überwiegend mit Backtests, also mit Daten der Vergangenheit. Daraus kann man natürlich nie ableiten, wie so eine Strategie oder wie so ein Handelsansatz in der Zukunft funktionieren wird. Was machen wir heute? Ich erzähle natürlich wieder ein bisschen was über mich, die Einleitung. Ich möchte ganz gerne nochmal über die Vorgehensweise zur Systementwicklung sprechen. Da haben wir letzte Woche Dienstag ein bisschen was zu erzählt. Und heute möchte ich das Ganze nochmal zusammenfassen, eine andere Sichtweise darauf bringen. Was mache ich überhaupt oder wie komme ich zur Systementwicklung? Ich programmiere ja oder komme aus der Programmierung und setze nur vollautomatische Handelssysteme ein. Manuell handle ich nur noch ganz, ganz selten. Ich habe natürlich auch sowas wie einen ETF-Sparplan, aber das hat jetzt für mich nicht ganz so viel mit Trading zu tun. Ich handle wirklich nur vollautomatisiert, weil das für mich der sinnvollste Ansatz ist. Da bin ich frei von Emotionen, kann meine Fähigkeiten in der Programmierung ausleben und kann dadurch ja die Strategien halt managen und verwalten. Genau darüber werde ich dann noch ein bisschen sprechen, auch im Zusammenhang mit Ninja Trader. Wie setze ich Trade-Roboter oder Systeme dann mit Ninja Trader ein? Ich werde ein bisschen auf bekannte Breakout-Strategien eingehen. Und dann ist das vielleicht Interessanteste auch, wir werden einen Live-Backtest machen von Range-Breakout-Systemen auf Future-Märkten. Also legt euch gerne was zurecht, schaut jetzt schon mal im Internet, welche Strategien ihr da vielleicht als Range-Breakout-Strategien entdeckt. Die können wir dann auch testen im gewissen Maße. Natürlich gibt es nicht alle Parameter, die wir da testen können, aber ich habe viele programmiert und stelle auch viele funktionierende Strategien gerne vor. Und da möchte ich ganz gerne nochmal euch so ein bisschen ja, auf den Grund zurückbringen. Was ist überhaupt Backtesting? Warum sieht das alles so toll aus, aber funktioniert hinterher vielleicht doch nicht? Welche Fehler muss man beachten? Ich fühle mich da ein bisschen auch immer in der Aufklärerrolle, weil ich den Leuten auch immer gerne zeigen möchte, dass ja auch wenn wir eine tolle Equity-Kurve haben und richtig viel Gewinn machen würden,
dass es dann im Live-Trading dann oft doch nicht immer so funktioniert. Warum das so ist, werden wir dann genau bei diesem Punkt besprechen. Genau, für alle, die letzte Woche noch nicht dabei waren, mein Name ist Holger Breuer von H. Breuer Trading. Ich bin mittlerweile Anfang 40, wohne in Köln und bin diplomierter Informatiker, selbstständiger Softwareentwickler seit nun ja etwas mehr als 4 Jahren und insgesamt habe ich mehr als 20 Jahre Programmiererfahrung. Meine Hobbys waren schon immer Trading und Börse. Ich habe damals schon in der Schule mit dem Börsenspiel damit angefangen und ja, danach eigentlich nie wieder aufgehört. Es gab natürlich mal kürzere und längere Pausen, aber das Ganze hat mich immer sehr interessiert. Auch Programmierung hat mich immer sehr interessiert. Deswegen programmiere ich auch für Kunden oder im Kundenauftrag und gebe auch Schulungen in diesen Bereichen. Erstelle Backtests oder statistische Auswertungen, je nach Anfrage, mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Umgebungen. Das ist nicht immer nur Ninja Trader, das kann auch Wells Labs sein oder AmiBroker. Ich nutze Ninja Trader überwiegend für den automatisierten Intraday-Handel im Future-Bereich. Wells Lab nutze ich für Auswertungen im End-of-Day-Bereich, also für tagesbasierte Systeme oder zum Beispiel zur Auswertung von ETF-Portfolios. Und AmiBroker nutze ich für ja, reine statistische Auswertungen. Eine werde ich auch noch zeigen heute. Das ist der Stundenverlauf im Tag über im FDAX. Wann macht der FDAX eigentlich seine Tageshochs und seine Tagestiefs? Und sowas kann man sehr einfach und ja mit relativ wenig Aufwand mit AmiBroker erstellen. Dann habe ich auch noch Videotrainings entwickelt, weil mich viele Kunden immer fragen, kannst du das und das und das nochmal erzählen? Es ist oft die gleiche Materie, was nicht schlimm ist, aber was natürlich Sinn macht, vielleicht das Ganze in einem Video zusammenzufassen, nicht nur bei YouTube. In meinem YouTube-Kanal sind viele ja, kostenlose Informationen, es gibt aber auch ein paar kostenpflichtige Informationen und das Ganze nennt sich dann bei mir Videotraining. Wenn Fragen sind, einfach zwischendurch reingrätschen, ich schaue da gerne ab und zu rein. Das Ganze soll hier interaktiv werden. Und wenn Fragen sind oder irgendwas unklar ist, bitte gerne sofort dazwischen grätschen. Wir haben auch von WH Self Invest hier 2 Kurzumfragen, die ich dann bei Zeiten einblende, um mir dann selbst auch eine kurze Trinkpause zu gönnen. Jetzt fangen wir erstmal an mit der Systementwicklung, mit der Vorgehensweise. Wer sich das letzte Webinar ansieht, das ist noch nicht online. Ich denke, das wird die nächsten Tage hochgeladen. Von WH Self Invest, da habe ich vorgestellt, wie ich überhaupt zu einer Systemidee komme. Das kann man sich dann alles nochmal in Ruhe durchlesen. Ich habe das grafisch dargestellt. Hier ist das Ganze nochmal beschrieben. Manche sind ja eher visuell unterwegs und manche brauchen eher das geschriebene Wort. Deswegen möchte ich hier ganz gerne nochmal darauf eingehen, weil immer viele Fragen hochkommen. Welche Performance-Kennzahlen sind für dich am wichtigsten? Wie prüfst du die Stabilität eines Systems? Wie machst du dein Money- und Positionsgrößenmanagement? Und ich habe hier mal ein paar Ideen aufgeschrieben, wie man zu so einem funktionierenden System kommen kann, unabhängig jetzt von den Range-Breakout-Systemen. Ideen können neben Range-Breakouts natürlich auch andere Systeme sein. Ich lese sehr viel in Zeitschriften und Büchern und auch im Internet und beobachte auch ganz gerne mal Charts, wenn ich die Zeit habe. Und daraus ergeben sich einfach schon zig Ideen, Gap-Trading-Ansätze, saisonale Ansätze, wie wir sie letzte Woche haben und wie sie mich eigentlich die letzten Jahre auch sehr beschäftigen, Trendausbrüche, Reversal-Systeme und so weiter. Um das Ganze dann testen zu können, braucht man natürlich erstmal einen Markt, auf den das System zum Einsatz kommen soll, Forex-Markt, Futures, Aktien und so weiter. Und dann kann man anfangen, die einzelnen Komponenten zu programmieren. Man braucht dafür ein konkretes Setup. Wann gehe ich überhaupt in den Markt rein? Mein Entry. Ich kann dann verschiedene Exits testen. Es macht immer Sinn, ja, verschiedene Stop-Arten mit aufzunehmen. Ein Trailing-Stop, ein ATR-Stop, einen chartbasierten Stop. Einfach nur, um ein Gefühl für die Strategie zu bekommen. Ich bin kein Freund davon, zu viele Parameter in der Strategie zu haben, in einer Live-Strategie, aber in einer Testvariante einer Strategie habe ich gerne ein paar Parameter, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Strategie oder wie der Ansatz sich verhält im Markt. Dann ist es für mich wichtig, verschiedene Performance-Werte zu prüfen. Darauf gehe ich später auch nochmal in der Extrafolie ein. Das sind oder 4 der wichtigsten sind zum Beispiel natürlich der maximale Drawdown. Wie viel kann ich oder werde ich verlieren auf Basis meines Backtests mit dieser Strategie? Wie hoch ist der Profit Factor? Wie viel oder wie ausgeprägt ist der Gewinnfaktor meiner Strategie? Wie lange bin ich überhaupt im Markt drin?
Und als viertes Beispiel, das haben vielleicht nicht so viele auf dem Schirm, ist die Anzahl der Verlierer hintereinander. Ich kann nicht so gut mit 10, 20 Verlierern hintereinander umgehen. Das ist einfach eine mentale Sache. Das habe ich über die Jahre hinweg gelernt. Deswegen sind für mich Strategien interessanter, die vielleicht 5 oder maximal 7, 8 Verlierer in Folge haben. Wichtiger Ansatz dabei ist natürlich, wenn meine Strategie im Live-Trading mehr als diese 5, 6, 7 Verlierer aus dem Backtest hat, dann ist es, könnte es auch ein Indiz dafür sein, dass die Strategie nicht mehr funktioniert, dass sich die Märkte geändert haben, die Struktur hat sich geändert und dass ja, ich die Strategie einfach intensiver beobachten muss. Genau, die Stabilität des Systems prüfe ich dann natürlich in verschiedenen Märkten oder wenn es ein System ist, was nur in einem Markt funktioniert, gerne auch mal in anderen Zeitperioden. Systeme auf Tagesdaten sollten auch ein bisschen im Wochenbereich funktionieren und dort nicht ganz scheitern. Ich optimiere natürlich mein System. Das mache ich immer, wenn ich einen Backtest mache auf Teildaten. Das werden wir auch gleich sehen im Backtest. Wir werden eine sogenannte In-Sample-Phase auf einer In-Sample-Phase testen. Das wird von 2010 bis 2015 sein. Warum diese Zeitrange? Warum diese Phase? Dort haben wir sowohl fallende, steigende als auch seitwärts gerichtete Märkte. Also fast alles mit drin. Und ich habe noch genug Daten vor dieser In-Sample-Phase und danach. Das ist dann die sogenannte Out-of-Sample-Phase vor 2010. Und nach 2015. Ziel dabei ist es immer, ähnliche, also nie genauso gute Werte, das werde ich eigentlich nicht schaffen, aber ähnliche KPI, Key Performance Indikatoren zu haben wie in dieser In-Sample-Phase, damit ich merke oder weiß, dass ich die Strategie nicht überoptimiert habe. Genauso kann man die Parameter Stabilität testen. Wir haben zum Beispiel einen Moving Average, den wir ja verwenden wollen in der Periode 100. Dann möchte ich ganz gerne auch, dass die Strategie im 10-15% Rahmen dieses Parameterwertes funktioniert. Das heißt auch mit 90 oder mit 100 Zählen. Daraus ergeben sich dann die stabilsten Werte. Das sind nicht immer die schönsten Zahlen. Das kann auch der MA 101 sein oder 98 sein. Aber wichtig ist es, dass wir hier einen stabilen Wert haben, der nach oben und unten ein wenig abgesichert ist, weil Märkte natürlich sich nie gleich bewegen oder auch in Zukunft nicht immer gleich bewegen werden. Money- und Positionsgrößenmanagement schaue ich mir immer erst später an, wenn ich schon ein ja, relativ gut funktionierendes System habe. Da kann man natürlich ein maximales Risiko pro Trade nehmen, einen Einsatz pro Trade vom Gesamtkapital. Und wenn man mehrere Strategien hat, muss man auch das sogenannte Portfoliorisiko betrachten. Ich mache es immer so, dass ich im Future-Bereich das Ganze mit einem Future-Halter erstmal teste. Und oft kommen halt nur maximal ein oder zwei Futures auch dazu, aus Kapitalgründen beziehungsweise ja, aus Portfoliogründen. Wenn man mit CFDs handelt, kann man das Ganze natürlich entsprechend anders sizen und entsprechend auch anders gewichten. Ja, dann habe ich noch ein paar weitere mögliche Filter hier aufgelistet. Auf die gehen wir gleich bei den Range Breakout-Strategien noch ein. Wir können natürlich auch nach Handelszeiten, nach Tagen der Woche oder nach Tagen des Monats auswerten. Das haben wir in dem letzten Webinar letzte Woche sehr ausgiebig besprochen, dass wir uns spezielle Tage des Monats angesehen haben oder spezielle Tage der Woche, an denen eine bestimmte Strategie gut funktioniert oder auch nicht gut funktioniert. Das kann man alles mit diesem Saisonalitätenindikator auch auswerten oder generell mit Saisonalitäten auswerten. Im Ninja Trader mache ich es so, ich habe 5 Stufen bis zum Live-Handel. Ich habe den Backtest, ich prüfe meine Trades manuell. Ich habe einen sogenannten Replay-Modus. Das ist ein ganz normaler Chart und da habe ich dann so eine Art Kassettenrekorder, mit dem ich vor- und zurückspulen kann und kann mir dann Trades anzeigen, kann wieder zurückgehen, Parameter ändern, den Trade nochmal ausführen und so weiter und so fort. Gehe dann erst auf das Demo-Konto und dann letztlich auf das Live-Konto. In allen Phasen können unterschiedliche Arten von Fehlern auftreten, die natürlich vermieden werden müssen. Es können aber auch Programmierfehler dabei sein. Man sagt so, auf 1000 Zeilen Code habe ich ungefähr 3 Programmierfehler. Nicht nur ich, sondern auch gute Produkte oder andere Produkte von großen Herstellern haben das. Wenn das im Trading passiert, ist das natürlich sehr schlimm. Es wird sich nicht ganz vermeiden lassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man gerade automatische Handelssysteme immer beobachtet. Also das Märchen von einmal anschalten, nach 5 oder 6 Monaten wieder ausschalten und gucken, was auf dem Konto ist, das funktioniert nicht. Dafür gibt es zu viele technische Hürden, zu viele, ja, Varianten von Fehlern, die einfach auftreten können, die im, ja, richtigen Live-Handel einfach betrachtet werden müssen.
Wann nehme ich so eine Strategie wieder vom Markt? Das ist auch sehr wichtig. Das ist eigentlich fast noch wichtiger als den Einsatz einer Strategie. Eine Strategie habe ich recht schnell programmiert. Das Testen dauert ein bisschen. Aber wann nehme ich so eine Strategie wieder vom Markt? Natürlich, wenn das System nicht mehr funktioniert. Wann ist das so? Jetzt wird es schwieriger. Wir müssen natürlich schauen, welche Risikoparameter wir für den Live-Handel vorgeben. Man kann da zum Beispiel das 1,5-fache des Drawdowns, des Backtests vorgeben. Das ist durchaus sinnvoll. Und wenn der 1,5-fache Drawdown erreicht ist, dann läuft das System auf dem Demokonto weiter oder ja, es wird ganz vom Markt genommen. Oder auch, was ich auch sehr gerne mache, ist, hatte ich oben schon kurz erwähnt, das 1,5-fache der Anzahl Verlierer in Folge. Wir schauen also auf das System und wenn wir im Backtest 10 Verlierer in Folge haben und im Live-Trading 13, 14, 15, dann geht schon in die Richtung, dass das System vielleicht irgendwann nicht mehr funktioniert ist oder dass sich der Markt geändert hat. Kann man sich in Ruhe nochmal durchlesen. Wenn noch Fragen dazu sind, gerne. Ich würde jetzt mal ganz kurz die Kurzumfrage Nummer 1 hier starten und einen kleinen Schluck trinken, bevor wir uns dem Thema Teil- oder Vollautomatisierung auch mit Ninja Trader widmen. So, die Frage müsste jetzt zu sehen sein. Kurzumfrage geöffnet. Okay. Und wer möchte, kann diese gerne beantworten. Wer nicht möchte, dann auch nicht. Okay, gibt es noch Fragen zu dieser Systementwicklungsvorgehensweise? Das kann man sich ja auch gerne in der Aufzeichnung nochmal ansehen. Das ist einfach nur ein Auszug, so wie ich es mache. Im ersten Webinar haben wir damit angefangen. Das ist jetzt die Ergänzung dazu. Das könnte man nochmal in einem dritten Teil vertiefen. Mich erreichen nochmal viele Fragen. Worauf achtest du gerade bei automatischen Systemen? Also wenn noch Fragen sind, gerne jetzt. Ansonsten würde ich weitermachen. Okay, ich schaue mal kurz in die Fragen rein. Das scheint soweit alles klar zu sein. Teil- oder Vollautomatisierung, wie unterscheide ich das denn? Eine Teilautomatisierung, das mache ich ganz gerne auch mit WealthLab, weil die auch so ein System anbieten, das E-Mails verschicken kann, automatisiert. Ich schreibe also eine Strategie, programmiere eine Strategie und bekomme Signale von diesem System, die ich vorher programmiert habe, per E-Mail oder auch im Chart. Die Trades allerdings, die setze ich diskretionär um. Manuelles Eingreifen ist hier auf jeden Fall sinnvoll und auch notwendig, sonst kann ich die Trades nicht ausführen. Das verstehe ich unter Teilautomatisierung, setze ich auch ab und an mal ein, je nach Systemart. Zum Beispiel Jahresendrallye. Hatten wir letzte Woche zum Dezember hin oder Ende Dezember hin ist es bekannt, dass die Kurse oft steigen, aus welchen fundamentalen Gründen auch immer. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Und diese Art von Trades kann man natürlich super mit aller Art von Instrumenten umsetzen, sei es CFDs, Futures, ETFs. Ich mache das meistens mit ETFs oder auch CFDs und setze diese Trades dann manuell um. Das ist für mich so eine Teilautomatisierung, weil ich von meinem System, was ich vorher in WealthLab in diesem Fall programmiert habe, eine E-Mail bekomme oder das System einfach nochmal durchlaufen lasse, um zu sehen, habe ich jetzt ein Signal bekommen. Eine Vollautomatisierung hingegen, da kriege ich die Signale des Systems direkt und ausschließlich im Chart oder im Dialog und setze ja den Trade vollkommen ja, autark um, also das System setzt den Trade vollkommen autark um. Manuelles Eingreifen muss hier meines Erachtens sogar verhindert werden. Jedes manuelle Eingreifen, das heißt, ich möchte wieder klüger sein als mein System, was ich eigentlich vorher programmiert habe und was eigentlich so klug sein soll mit dem Input, was ich ihm gegeben habe, das funktioniert nicht wirklich gut. Habe ich schon sehr oft erlebt. Passiert mir ja nur noch ganz, ganz, ganz selten, dass ich da wirklich manuell eingreife. Wenn man einen super großen, schönen Gewinn sieht, fragt man sich, warum soll ich den nicht mitnehmen? Es kann ja jetzt nur wieder nach unten gehen. Meistens geht es noch weiter nach oben. Ja, ist mir auch schon sehr, sehr häufig passiert, aber das ist für mich eine Vollautomatisierung. Bitte lass die Systeme einfach laufen. Wenn die Systeme nicht so handeln, ja, wie ihr das programmiert habt, dann müsst ihr halt die Programmierung oder wie ihr das programmieren wolltet, dann müsst ihr halt die Programmierung ändern. Anders wird es nicht funktionieren. Und das ist für mich wichtig, dass ich an dieser Stelle halt nicht mehr eingreife in ein System und nicht manuell eingreife, außer natürlich, wir haben
Programmierfehler drin, wir haben technische Probleme, der Order-Server, der Preisserver ist nicht erreichbar, Internetprobleme, unser VPS im Internet, unser Virtual Private Server funktioniert nicht mehr und so weiter und so fort. Genau, kommen wir zu NinjaTrader. NinjaTrader, darauf gehen wir gleich noch ein, bietet auch eine Teil- und Vollautomatisierung an. NinjaTrader, ja, ist schon relativ alt mittlerweile, seit 2003 am Markt, hat ja weit über 40.000 Händler mittlerweile. Das ist eine etwas ältere Folie, muss ich gestehen. Die Einstiegshürde hier ist sehr, sehr niedrig. Ist eine Handelsplattform für private Trader im semi-professionellen Bereich. Ursprung ist der Future-Handel. Mittlerweile ist es sogar ein eigener Introducing Broker. Und ja, mein Fokus mit InjaTrader liegt im Intraday-Bereich, auf Future Trading und auf der Vollautomatisierung. Wie kann ich jetzt Trade-Roboter mit NinjaTrader darstellen oder bauen? Auch NinjaTrader bietet, wie die in der Folie vorher, eine gewisse Teilautomatisierung an. Ich kann sogenannte Automated Trade Management Strategien erstellen, direkt im Chart, aber auch im Superdom. Das ist eine spezielle Ansicht mit Markttiefe im NinjaTrader oder im Order-Ticket. Und diese ATM-Strategien beinhalten sowas wie ein Stop oder ein Profit-Target oder einen Trading-Stop, einen Break-Even-Stop, dass ich mir, ja, die ich mir einfach so zusammenklicken kann. Ich kann von vornherein sagen, wenn ich in den Markt gehe, möchte ich gerne einen Stop-Loss von 20 Ticks setzen, ein Profit-Target von 40 Ticks. Bei 20 Ticks wird mein Stop aber schon auf Break-Even nachgezogen. Einfache Variante, geht noch sehr, sehr weit oder sehr, sehr tief rein. Damit kann ich eine gewisse Teilautomatisierung ohne Programmierung schon erreichen. Aber ich kann natürlich auch eine Vollautomatisierung erreichen. Das ist genau das, was ich mache. Zum einen mit dem Strategy Builder. Das ist ein Tool, mit dem ich mir Strategien zusammenklicken kann. Und das funktioniert mittlerweile wirklich gut, muss man sagen. Da hat NinjaTrader von der Version 7 zur Version 8 wirklich ja, ganze Arbeit geleistet. Man kann nicht alles damit umsetzen. Also Range Breakout-Strategien, muss man auch direkt sagen, sind schwierig, weil ich beispielsweise nicht gleichzeitig eine Buy-Stop und eine Sell-Stop-Order in den Markt setzen kann. Aber ich kann zum Beispiel saisonale Strategien sehr gut und sehr einfach damit umsetzen. Wir klicken uns also einfache Handelslogiken zusammen. Das reicht meist vollkommen aus, sind aber keine und es sind keine Programmierkenntnisse dabei notwendig. Was wir aber Wochen machen wollen oder was ich auch mache, ist die richtige Programmierung, auf die wir jetzt auch eingehen. Und da kann man neben den saisonalen Ansätzen, was ich sehr interessant finde, auch Breakout-Strategien anwenden. Breakout-Strategien, wer kennt Breakout-Strategien oder wer setzt sogar Breakout-Strategien ein? Das würde mich auch mal interessieren. Wer von euch sowas schon mal umgesetzt hat. Es gibt, ich habe ja mal ein paar Beispiele aufgeführt, Range-Breakout-Strategien, wo man ja zeitliche Ranges oder Price Ranges unterscheidet. Es gibt Opening Range Breakout Strategien. Das sind oder ist eine Spezialvariante einer Range Breakout Strategie, wo man speziell zur Eröffnung des Marktes einen Breakout handelt. Gerade im DAX, DAX Opening Range Breakout oder ES, S&P Opening Range Breakout, sehr bekannt und auch sehr oft schon versucht umzusetzen. Genau, das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Hier wird auch gesagt, es ist auch kein Geheimnis, wenn ich das verrate. Das testen wir auch gleich im DAX von 8 bis 9 Uhr. Genau die Strategie und die Variante können wir jetzt mal gleich einem Backtest unterziehen. Also Helmut, wenn du weißt, was da noch an anderen Parametern, Stop-Loss oder so dazukommt, können wir das gerne gleich mal testen und sehen, ob du damit erfolgreich bist oder wie das Ganze in den letzten Jahren funktioniert hat. Du musst es nicht verraten, aber ich habe natürlich auch ein paar Varianten von 8 bis 9 Uhr. Und das können wir uns gerne gleich mal ansehen, wenn du magst. Es gibt auch ein paar weitere Varianten noch. Ein Last Day Breakout ist auch ganz interessant, wo man entweder von der Range, nicht von dem heutigen Tag, sondern vom letzten Tag, Last Day Breakout, den Breakout handelt oder aber vom Hoch und Tief des letzten Tages. Das ist hier unten dann höchstes Hoch, tiefstes Tief des letzten Tages oder der letzten X-Tage, könnte man das damit zusammenfassen. Es gibt eine London Breakout-Strategie, die wird überwiegend auf Devisenmärkten eingesetzt, wenn der Londoner Markt eröffnet, dass man daraus dann die erste Handelsstunde ein Breakout handelt. Oder es gibt auch sogenannte Volatilitätsausbrüche, wenn der Markt in einer ruhigen Seitwärtsbewegung ist mit wenig Volatilität, warte ich ab, bis wieder etwas mehr Volatilität im Markt ist und handelt dann den Ausbruch in
die entsprechende Richtung. Ist nicht ganz so einfach umzusetzen, hat Larry Williams auch in einem seiner Bücher beschrieben, aber sehr interessant und ja, teilweise auch ganz lukrativ. Und es gibt natürlich noch viel, viel weitere Breakout-Strategien. Genau, also wir haben gerade schon ein paar Angaben, darauf gehe ich gleich noch ein im Live-Backtest zu dieser Opening Range Breakout-Strategie. Das ist sicherlich auch mit die interessanteste und auch die bekannteste. Ich wollte nur mal aufzählen, was es überhaupt für Varianten gibt. Ich will mal so ein paar Basisregeln einfach mitteilen dieser Breakout-Strategie und ja für euch auch einfach mal ein paar Ideen zum Nachdenken, zum Umsetzen oder auch zum Programmieren. Vielleicht sind ja auch ein paar Programmierer hier anwesend, für die eigenen Strategien mitgeben. Wir können ja die Range-Größe bestimmen, zum Beispiel über einen gewissen Zeitraum von 8 bis 9 Uhr oder von 8 bis 10 Uhr. Wir können aber auch die Range-Größe über den Preis bestimmen. Wir können zum Beispiel sagen, wir warten eine Range-Größe von 20 Ticks bis 50 Ticks ab und wenn die Range größer wird, handeln wir den Breakout daraus. Das funktioniert auch. Ist nicht so bekannt, ist auch schwieriger zu programmieren, aber das funktioniert natürlich auch und ja, ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man nicht nur die Zeitspanne betrachtet. Dann müssen wir unseren Einstieg definieren. Das kann direkt an der Range-Grenze sein, oben oder unten. Oder wir setzen uns einen Puffer von 5 oder 10 Ticks über dem Range-Hoch oder dem Range-Tief oder einem Puffer von 1%, 2%, 3% oder 0,5% der Range über dieser oder unter dieser Range. Das ist oft gerne gemacht, gerade von 8 bis 9 Uhr, damit man nicht im absoluten Hochpunkt oder im absoluten Tiefpunkt in den Markt geht, weil man doch oft sieht, dass der Markt dort dreht. Als Stop kann man zum Beispiel die halbe Range oder die einfache Range nehmen. Das wird sehr oft gemacht, werden wir auch gleich mal testen. Oder man nimmt zum Beispiel Volatilitätsstopp per Tages-ATR. So ist man immer auf die aktuelle Marktgegebenheit angepasst. Man berechnet also die ATR, die Average True Range. Die sollte jedem ein Begriff sein. Ein Volatilitätsindikator von 2 Tagen und verwendet diese dann aber im Intraday-Bereich für den Intraday-Handel. Es ist generell immer ein guter Ansatz, Tagesfilter, einfache Tagesfilter zu verwenden, um diese dann auf Intraday-Systeme abzubilden oder diese Filter dann ja für die Strategie einzusetzen. Als Target, als Profit-Target kann man das natürlich genauso machen. Man nimmt die halbe Range, die ganze Range oder die zweifache Range. Ich glaube sogar, der Helmut hatte das hier genannt, genau, Stoppgrenze ist die einfache Range, Ziel ist die doppelte Range und das können wir auch gerne gleich mal testen. Genau, immer in Richtung des übergeordneten Trends ist auch immer sehr gut. Das heißt, es wird sowas wie ein Trendfilter noch verwendet. Darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Man kann auch beim Target natürlich einen Volatilitätsstopp einsetzen oder auch zum Beispiel variable Targets. Und das auch nicht nur mit einem Target, sondern vielleicht auch mit 2 oder 3 Targets, wenn man mit mehreren Kontrakten handelt. Ich mag es immer einfach. Ich handle meistens nur einen einfachen Breakout, wenn überhaupt. Breakout-Strategien, muss ich wirklich ehrlich sagen, sind nicht ganz so mein Liebling an Strategien, weil es schwierig ist, konstant gute Strategien zu finden. Meine Meinung. Ich werde es gleich auch belegen. Dann kann man bei Range-Breakout-Strategien Break-Even verwenden. Man könnte zum Beispiel die Position auf Break-Even nachziehen, wenn wir einen gewissen Prozentsatz oder Punkte im Gewinn sind. Man kann aber auch zum Beispiel mit 2 Positionen handeln, eine schon rausnehmen und die zweite dann auf Break-Even ziehen. Bei den Anzahl von Trades pro Tag gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Varianten. Viele Varianten handeln nur einen ersten Breakout, weil sie denken, dass dann dieser erste Breakout schon zum Erfolg führt. Oft ist das auch so. Viele andere Ansätze, die man auch im Internet findet, handeln maximal 2 Trades und zwar je einer pro Breakout-Richtung. Nun gab es vor 1 oder 2 Jahren noch einen Range-Breakout-Trader. Ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist. Viele Grüße auf jeden Fall in die Richtung. Ich bin da aber aktuell nicht auf dem letzten Stand, wie da das Projekt läuft. Da werden zum Beispiel auch mehrere Breakouts in eine Richtung gehandelt. Das heißt, es wird ein Breakout gehandelt, dann wird abgewartet, ob der Trade in den Stop oder in das Target läuft. Und wenn der Kurs dann in die Range zurückkommt und wieder in den Breakout hineinläuft, also wieder aus der Range ausbrechen möchte, dann ja, wird nochmal der Trade eingegangen. Genau, also
Genau, hier handelt auch jemand nur ein Signal. Also da ist auch ganz unterschiedlich, je nachdem, was man gerne machen möchte. Ich handle meistens auch nur einem Trade bei ersten Breakout, weil ich ja einfach durch die Zahlen und durch die vielen Strategien festgestellt habe, dass sich das am ehesten lohnt bei meinen Ansätzen. Genau. Dann ist die Frage, macht es Sinn, bei Range-Breakout-Systemen einen Time-Stop zu setzen, also einen zeitbasierten Stop? Den kann ich natürlich beispielsweise am Tagesende setzen oder kurz vor Marktschluss. Ich könnte natürlich auch meinen Kontrakt über Nacht halten, macht für mich aber keinen Sinn, weil die Range-Breakout-Strategie für mich eine reine Intraday-Strategie ist. Ich kann natürlich auch früher zum DAX-Kassa-Schlusskurs raus, 17:30 Uhr, 17:45 Uhr, weil dort viel Volumen im Markt ist und danach oft ja nicht mehr die ganz große Bewegung stattfindet. Kann man alles testen mit so einer Art Basisvariante einer Range-Breakout-Strategie, die ich auch gleich noch vorstellen möchte. Auch sehr spannend. Und warum es Sinn macht, am Tagesende rauszugehen, das werde ich euch auch gleich noch zeigen. Wir haben ja noch einige Erweiterungen, die man bei Range-Breakout-Strategien einsetzen kann und die man verwenden kann. Das sind sogenannte Market-Regime-Filter, wie ich sie ganz gerne nenne. Trendfilter, beispielsweise SMAs. Ja, steigende, fallende SMAs, ein langer SMA von 200 Tagen, ein kurzer SMA von 10 Tagen, immer in der übergeordneten Zeiteinheit, immer tagesbasiert, ganz wichtig. Könnte aber auch schon ausreichen, ob der SMA steigt oder fällt. Auch das könnte ein Signal sein. Ich nutze gar keine EMAs, weil für mich die SMAs vollkommen ausreichen. Ich sehe da jetzt nicht so den großen Unterschied. Ich habe auch mal eine Analyse von Trendfiltern gemacht, kann man auf meiner Internetseite im Blog nachlesen. Auch da gab es nicht ganz so große Unterschiede zwischen SMAs oder EMAs. Man kann natürlich auch den ADX nehmen, das ist auch ein Trendindikator. Wenn der ADX größer als 20, 25, 30 ist, dann wird ein Trend suggeriert und dieser Trend kann dann natürlich für Intraday-Systeme auch ausgenutzt werden. Aber wie ihr seht, es sind ganz einfache Filter, nichts Kompliziertes, nicht mal ein Supertrend dabei, den brauche ich nicht. Oder andere Sachen. MACD, klar, kann man auch noch nehmen, das ist aber auch für mich ein Basisindikator. Nur als Beispiel, welche Erweiterungen, welche Filter man noch nehmen kann. Volatilitätsfilter ist auch noch ganz interessant. Hier nehme ich auch wieder die ATR, die Tages-ATR oder die ATR2 im Vergleich zu ihrem Durchschnitt. Das funktioniert natürlich auch. Sprich, dieser Volatilitätsfilter zieht dann, wenn die Tages-ATR einen gewissen Wert hat oder wenn der Durchschnitt der ATR über oder unter ihrer ATR liegt, dann handle ich oder ich handle nicht. Das ist auf jeden Fall auch testenswert. Genau, das Webinar ist ja online, also ihr könnt das bei YouTube dann so oft sehen, wie ihr wollt. Da kam gerade die Frage nach den Folien. Da seht ihr dann die Folien ja bei der Aufzeichnung. Ich weiß, es ist viel Stoff, deswegen wird das ja aufgezeichnet und auch hochgeladen. Dann haben wir noch einen Zeitfilter. Wir können die Handelszeiten einschränken. Wir können einschränken, bis wie viel Uhr wir einen Trade eingehen wollen. Wir können zum Beispiel unseren Durchschnittsgewinn pro Wochentag festlegen oder einen Maximalgewinn, müsste es eigentlich eher heißen, pro Wochentag. Wir können auch einen Monatstest machen, welche Tage am besten funktionieren für Breakouts und so weiter. Also man kann verschiedene Arten von Zeitfiltern sich hier vorstellen. Ich kann Monate ausschließen von meinem Handel. Das funktioniert natürlich auch. Als letzte Folie zu der Thematik, bevor wir dann auch Richtung Live-Backtest kommen, habe ich nochmal eine Abwandlung der Grundstrategie mit einigen Varianten und näheren Erläuterungen. Man muss ja nicht unbedingt Range-Breakout handeln, man kann ja auch das Bounce-Back handeln, also den Rücklauf. Hat im DAX eine Zeit lang sehr gut funktioniert, ich glaube so von 2012, 11, 12, danach dann leider nicht mehr so gut. Wir handeln nicht in Ausbruch, sondern wir handeln Rückläufer in die Range nach einem Fehltrade. Sehr schwierig zu programmieren, sehr schwierig umzusetzen, auch zu handeln, aber funktioniert teilweise immer noch ganz gut. Machen sehr viele auch manuell, die dann einfach beim DAX ab 9 Uhr oder 9:30 Uhr warten, bis eine gewisse Spanne gelaufen ist und dann wieder zurückläuft. Opening Range Breakout, die ist bekannt im FDAX oder im ES. Zeitliche Ranges, wie der Teilnehmer eben auch schon sagte, sind zum Beispiel 8 bis 9 Uhr oder im ES 15:30 Uhr bis 16 Uhr. Konnte ich bisher nie richtig nachvollziehen im ES. 15:30 Uhr, 16 Uhr, 16:30 Uhr. Wenn ihr da eine Idee gleich habt, gerne. Ich bin dafür alles offen. Ich konnte es auf jeden Fall noch nicht so richtig nachvollziehen, dass man da auch sehr profitabel ist. Last Day Breakout hatte ich eben schon kurz angesprochen, ist der Ausbruch aus dem Hoch und Tief des letzten Tages.
Und das London Breakout-System, gerade im Forex-Bereich, hohes Volumen nach Eröffnung der Londoner Börse, vor allem im Forex-Bereich bekannt. Das werden wir uns jetzt hier nicht ansehen. Wenn jemand die Zeiten hat von diesem System, können wir natürlich mal einen kurzen Test machen. Allerdings habe ich das jetzt so nicht vorbereitet. Okay, was wir uns ansehen werden im Live-Back-Test, ist der FDAX, der IS, vielleicht sogar der E6E als Basisvariante mit den Abwandlungen und den Erweiterungen und den Filtern, die wir gerade genannt haben und einigen weiteren interessanten Dingen, die ihr vielleicht so noch nicht gehört habt, ist sehr umfangreich, die Basisvariante. Es ist eine Strategie für sehr viele Varianten. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, dann gerne gleich. Ich werde jetzt nochmal, überlegt euch schon mal, was ihr gleich testen wollt. Ich werde jetzt nochmal die zweite Frage einblenden, starten und nochmal einen Schluck trinken. Jetzt müsstet ihr die zweite Frage sehen. Genau, da kommt auch schon wieder vom Helmut eine Idee, S&P 500 von 15 Uhr bis 16:15 Uhr. Auch das werden wir uns gleich ansehen. So, das sollte reichen. Schließen. Ich habe jetzt mal den Backtest im NinjaTrader aufgelegt. Ihr müsstet jetzt alle den Strategy Analyzer sehen. Ich schaue gerade mal. Ja, das sieht soweit gut aus. Und wir sehen hier auf der rechten Seite die Strategie, die nennt sich HB Range Breakout. Und hier die Parametermöglichkeiten. Wir handeln jetzt hier auf dem DAX aktuell im 15-Minuten-Chart. Und wir haben ja eben schon gesehen, dass ich mal ganz gerne eine Startzeit und eine Endezeit hier eingebe, eine In-Sample-Phase. Das werden wir jetzt am Anfang auch mal machen für eine Variante und danach werden wir dann auf eure Varianten gerne eingehen, die ihr auch vorschlagt. Kommissionen sind mit drinnen, die nehme ich immer mit rein. Slippage nehme ich nicht mit rein, weil ich nicht weiß, wie viel Slippage ich bekomme. Man kann pauschal von dem Trading-Ergebnis etwas abziehen, aber ich weiß halt im Live-Trading nicht, wie viel Slippage ich bekomme. Okay, handeln wir mal so eine Basisvariante im FDAX. Wir können hier die Kontrakte, Long- und Short-Trades einstellen. Wir können einstellen, dass wir nur an bestimmten Tagen handeln wollen oder bestimmte Tage ausschließen wollen. Wir können mit der Range von gestern arbeiten, Use Range Yesterday. Und wir werden jetzt mal diese Basisvariante von 8 bis 9 Uhr durchexerzieren, die auch hier genannt wurde im Test. Timestop um 21:15 Uhr, Entry, wir gehen bis 21 Uhr in den Markt. Wir haben hier noch Parameter, auf die wir die später noch eingehen, eine gewisse Min-Range-Breite, Max-Range-Breite, um auch gewisse ja, große und kleine Ranges auszuschließen. Auf den Daily Body Factor gehe ich gleich auch noch ein. Und wir haben noch die Möglichkeit, hier über Range Percent nicht direkt am oberen Ende der Range oder unteren Ende in den Markt zu gehen, sondern kurz darüber oder kurz darunter. Hier haben wir die Möglichkeiten, Stops und Targets einzusetzen, Trailing Stop, ein Target und hier noch einen SMA Daily Filter. Ich denke, das ist mehr als genug. Der Helmut hatte gesagt, wir wollen ganz gerne ein Target haben auf Basis der zweifachen Range. Ich gucke gerade nochmal. Das war Stop-Grenze, Range, Ziel, doppelte Range. Genau, zweifache Range als Ziel. Damit fangen wir jetzt auch mal an. Und einfache Range als Stop. Und nur in dem übergeordneten Trend handeln. Wir machen das Ganze jetzt mal ohne SMA und schauen uns mal an, was dabei rauskommt. Wenn wir jetzt von 2010 bis 2015 hier handeln, das sieht erstmal nicht gut aus. 1510 Trades. 24.850, das sind hier eigentlich Euro. Das Konto ist in Dollar, deswegen zeigt er hier Dollar an. Fahrlust funktioniert so erstmal nicht, wenn wir ohne Trendfilter arbeiten. Ich möchte ganz gerne nochmal das Ganze im Chart zeigen. Hier sehen wir die verschiedenen Trades im Chart, damit das ein bisschen ja, visuell auch besser wird und ersichtlicher wird. Wir haben hier die Zeit von 8 bis 9, die ist auch eingeblendet im Chart. Hier ist die Range zu Ende? Nach 9 Uhr gegen 9:15 Uhr oder zwischen 9 Uhr und 9:15 Uhr gehen wir in den Markt rein.
Und wir erreichen hier das Profit-Target, die zweifache Range. Damit sind diese Parameter abgebildet. Hier erreichen wir nicht das Profit-Target, deswegen gehen wir hier zum Marktende um 21.45 Uhr wieder raus. Okay, er handelt fast jeden Tag, weil wir keinen Trendfitter haben, Long und Short, immer nur einen Trade pro Tag. Okay, jetzt hat der Helmut gesagt, wir brauchen einen Trendfilter. Hier müssen wir den bekannten 200-Tages-Trendfilter im übergeordneten Tages-Timeframe und wir sehen, dadurch wird die Strategie profitabel. Das war schon mal eine gute Idee. Kann man machen. 73.000 Euro Gewinn, allerdings auch 24.000 Drawdown. Profit Factor von 1,16. Das in unserer In-Sample-Phase 40% Gewinn-Trades ist noch ein bisschen wenig. 66% Average-Trades ist auch ein bisschen wenig. Wenn wir uns die Equity-Kurve dazu ansehen, dann sieht das ja so semi-gut aus, würde ich mal sagen. Gucken wir uns mal die Long-Seite an. Die sieht nicht so gut aus, überraschenderweise. Die Short-Seite hingegen sieht schon mal ganz gut aus. Und wir sehen auch hier genau die Phasen, wo nicht gehandelt wird, wo der SMA wieder über seinem 200-Tages- oder wo das Close wieder über seinem 200-Tages-Durchschnitt liegt. Okay, wie können wir diese Strategie jetzt noch verbessern? Ich gucke halt mal, ob der Helmut noch was geschrieben hat. Er handelt auch nur ein Signal. Ja, das müssen wir jetzt erarbeiten, genau. Es fehlt der Trailing Stop, den können wir natürlich auch noch einbauen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht bringt der noch was, denn wenn wir hier Use Range Trailing Stop mit diesem Haken hier einsetzen können. Ja, und auch dann, ich habe hier unten mal Ninja Trader bietet hier so eine Art Log an, wo man die letzten Auswertungen sehen kann. Das heißt, man kann hier immer die letzten Trade-Ergebnisse vergleichen und auch sehen, ob wir besser geworden sind. Trailing Stop geht ein bisschen auf den Profit, aber verringert auch ein bisschen den Drawdown. Aber so richtig was bringt das auch nicht wirklich. Was ein bisschen was bringt, aus meiner Erfahrung von 8 bis 9, ja, weiß ich es jetzt nicht, weil ich handle eigentlich nicht die Range von 8 bis 9. Ich handle meistens die von 9 bis 10. Ist auf jeden Fall, wenn man die Rangebreite einschränkt. Man will ja nicht jede Range handeln. Ich will ja vielleicht nur die Range bis 300 Ticks handeln, also nur kleinere Ranges. Und das bringt zumindest in der anderen Variante was. Okay, hier von 8 bis 9 ist die Range noch nicht so groß, deswegen gehe ich mal auf 200 Ticks runter. Ja, 15.000 Drawdown. Ich schaue eher auf den Drawdown als auf den Gewinn. Also von 8 bis 9 bringt das auch nicht so viel, hier die Range so richtig einzuschränken. 150 Ticks, das sind 75 Punkte, maximale Range. Ja, aber das hilft uns hier auch nicht so viel weiter. Was passiert denn, wenn wir nicht direkt den Breakout handeln, außer aus den Ranges heraus, sondern zum Beispiel erst abwarten, bis wir 0,5% gelaufen sind? Ach, kann ich hier gar nicht Prozent angeben. Okay, das ist mein Fehler. Da müssen wir mit 1% arbeiten. Das ist eigentlich nur eine Idee, dass wir hier im Chart sehen wir das dann. Sollte er eigentlich machen. Okay, hat er jetzt hier nicht gemacht. Oh, das tut mir leid. Das ist noch ein Programmierfehler. Sowas kann natürlich auch vorkommen. Also Use Range Percent Breakout scheint hier nicht zu funktionieren. Das gebe ich auch ganz offen zu. Das müsste man jetzt nochmal sich ansehen in der Programmierung. Sowas kann auftreten, wird auch auftreten. Der zieht jetzt hier einfach nicht. Von daher vergessen wir den Parameter. Bringt aber auch nicht ganz so viel. Okay, haben wir das auch hinter uns? Programmierfehler, Backtestfehler, auf die man achten muss. So, wie können wir die Strategie noch verbessern? Also ich habe keine Idee mehr von der Range von 8 bis 9 Uhr. Ich weiß nicht, ob der Helmut noch eine Idee hat oder ob wir noch irgendwas vergessen haben, aber aktuell sieht das ja nicht so gut aus. Wenn du die Strategie handelst, okay, du machst Gewinn, aber du hast auch einen sehr hohen Drawdown, muss man leider sagen. Ja, das wissen wir jetzt nicht. Deswegen möchte ich ganz gerne eine andere Strategie noch vorstellen im DAX. Ich habe das hier auch vorbereitet. Und zwar nutzt ihr auch diesen Daily Body Faktor. Den können wir natürlich nochmal testen, ob der auch beim Helmut interessant ist. Dieser Daily Body Faktor, der ist eine Entwicklung. Ich weiß gar nicht mehr, wer den damals entwickelt hat, der Unger oder noch ein anderer. Ich will, wenn ich einen Trendtag habe, ja nicht sofort am nächsten Tag wieder in den Markt gehen. Und wie identifiziere ich Trendtage? Trendtage identifiziere ich an langen Bodies. Schauen wir uns das mal im Chart an. Wenn das hier Tage wären, wäre das hier zum Beispiel ein Trendtag, der nach unten geht. Das heißt, der Body hat fast 100% vom Hoch und Tief der Kerze.
Wenn ich jetzt hier 100% angebe, wird jeder Tag gehandelt. Wenn ich hier nur 50% angebe, dann muss der Body kleiner gleich 50% sein als das Hoch bis zum Tief. Zum Beispiel diese Kerze hier um 17 Uhr, die würde dann noch gehandelt werden bei 50%, weil der Body kleiner gleich ist als 50% des Hochs und Tiefs dieser möglichen Tageskerze. Denk mal drüber nach, sehr interessanter Filter. So verhindere ich, dass ich bei Trendtagen oder nach Trendtagen nochmal in den Markt gehe. Und wir schauen mal, ob das bei Helmuts Variante ja auch was gebracht hätte. Ist noch nicht so bekannt, dieser Daily Body Faktor. Geht auch ganz schön auf die Trades. Wir sind von 1000 Trades auf 640 Trades runter. Bringt hier aber jetzt nichts. Helmut hat noch geschrieben, außerdem die Trendstärke einbeziehen, bei starkem Trend kein Handel. Okay, ich habe jetzt hier nur den SMA Daily Filter. Bei über 200 Tagen gehen wir long, bei unter gehen wir short. Das habe ich jetzt hier leider nicht mit abgebildet. Halbe Range als Ziel. Okay, das können wir natürlich auch machen. 0,5. Daily Body Faktor setzen wir wieder auf 100. Max Range Breite hatte ja auch nichts gebracht. Also die halbe Range jetzt als Ziel. Schauen wir mal. Ja, das sieht auch nicht so gut aus. Also es liegt vielleicht wirklich an der Trendstärke. Zum Beispiel der ADX, den habe ich jetzt hier leider nicht mit drin. Wir können aber auch einen 20-Tage-SMA-Filter nehmen. Vielleicht funktioniert es da besser. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus, aber wir kommen hier auch nicht richtig in die Pötte. Okay, ich will euch jetzt mal eine Strategie von mir zeigen im FDAX. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und zwar von 9 Uhr bis 10 Uhr. Meines Erachtens von 8 bis 9. Ich habe da noch nichts Gutes, Funktionierendes gefunden. Das hat aber nichts zu heißen. Der Helmut handelt da sicherlich was Gutes. Es gibt so viele Varianten und so viele Parameterkombinationen. Ja, dass man gar nicht alles testen kann. Deswegen zeige ich euch jetzt mal eine von mir von 9 Uhr bis 10 Uhr im FDAX, Long und Short. Wir haben eine Min-Range-Breite von 75 Ticks, Max-Range-Breite von 250 und einen Daily-Body-Faktor von 55. Mehr haben wir auch schon nicht und noch einen SMA-Filter von 20. Ja, und ich habe die natürlich auch schon getestet in der In-Sample-Phase und Out-of-Sample-Phase. Das machen wir jetzt hier noch einmal zusammen, um euch diesen Testprozess ein bisschen näher zu bringen, von 2010 bis 2015. Und das sieht natürlich erstmal sehr gut aus. Und warum? Zum einen wegen diesem Daily Body Faktor. Ich gehe gleich auf die Ergebnisse ein. Mund bitte wieder zumachen. Genau, der Daily Body Faktor bringt hier einiges, wie man sieht, von 11.000 zu 18.000 Drawdown. Profit Factor von 1,58 zu 2,04. 55, glaube ich, hatten wir. Und was auch sehr viel bringt bei dieser Art von Strategie, ist natürlich die Max-Range-Breite. Wenn ich jeden einzelnen Trade handeln würde, würde ich hier sehr viel mehr Trades bekommen. Sind immer noch sehr gut. Also ich kann auch fast jeden einzelnen Trade hier handeln. Das geht auch. Ich habe fast 200.000 Euro Gewinn bei 15.000 Drawdown im Profit-Faktor von 2. Das sind natürlich hervorragende Ergebnisse. $500 Average Trade und die Kurve sieht ja sehr, sehr gut aus. Hier ein kleiner Knick drin, ist mir aber egal. Das passiert immer wieder, gerade bei Range-Breakout-Strategien. Was ist der Kern der Geschichte? Zum einen der Entry-Biss, der Daily-Body-Faktor. Wir handeln nicht bis 21 Uhr, wir handeln jetzt hier nur bis 16, 17 Uhr. Das hat sich bewährt, weil danach wird sich kein ja, großartiger Trend mehr ausbilden, meiner Erfahrung nach. Wenn wir aber handeln, dann handeln wir bis 21:45 Uhr oder bis Marktende. Warum? Eine Auswertung, die ich euch zeigen wollte von AmiBroker, ist die hier, das ist das Tageshoch oder der Verlauf der Tageshoch nach Stunden im FDAX auf Basis von, ich glaube, über 2000 Datenpunkten, 2006 bis 2017, 18 ist das, funktioniert in letzter Zeit aber immer noch genauso gut. Hier sehen wir, dass die meisten Tageshochs im FDAX von 8 bis 9, 9 bis 10 oder von 21 bis 22 Uhr gemacht werden. Daraus könnte man ableiten, wenn ich ein Breakout, also wenn ich von 9 bis 10 hier mein Hoch und Tief definiert habe, dann aber daraus ausbreche, dass das nächste Hoch oder Tief erst am Tagesende stattfindet. Das heißt, wenn dieser Breakout funktioniert, ist die Chance sehr groß, dass es sich um einen Trendtag handelt. Und dann sollte ich auch immer bis zum Tagesende im Trade drin bleiben. Ganz, ganz wichtig. Genau, das ist mir sehr wichtig. Deswegen hier auch bis 21:45 das Ganze. Und jetzt nehmen wir natürlich mal unsere Out-of-Sample-Phase von 2000, ja, können wir auch 2006 nehmen, bis 2019 und schauen, ob die Strategie auch in diesem Zeitraum immer noch so gut funktioniert hätte. Das wäre der Testprozess, den ich ganz gerne
hier immer sehen würde, um Überoptimierung zu vermeiden. Na, wir haben jetzt nur noch einen Profit Factor von 1,62. Ich habe ja gesagt, wir werden nicht mehr so gute Ergebnisse kriegen, weil wir optimiert haben. Wir haben nur noch einen Average Trade von 380 Euro, aber immer noch sehr gute Werte bei 327.000 Euro Gewinn mit einem FDAX-Kontrakt. Ein bisschen über 50% Gewinntrades. Mehr brauchen wir aber nicht, weil unser Average Gewinner, unser durchschnittlicher Gewinner, um einiges größer ist, nicht doppelt so groß, aber um einiges größer ist als unser durchschnittlicher Verlust. Die Kurve ist immer noch sehr schön und das ist wirklich eine Breakout-Variante, die sehr, sehr gut ist. Allerdings, und jetzt kommt auch schon einer der Fehler, die man machen kann, wir gehen hier um 9 Uhr in den Markt. Das heißt, wir werden sehr, sehr viel Slippage kriegen. Um 9 Uhr öffnet der FDAX, öffnet der DAX, der Kassamarkt, und wir werden hier sehr, sehr viel Slippage kriegen. Bitte beachtet das. Diese Kurve wird so nicht im Live-Trading handelbar sein. Aber auch 9:15 Uhr sieht, glaube ich, nicht ganz so schlecht aus. Kann man vielleicht auch 9:15 Uhr handeln. Genau, das zum FDAX. Oder auch mit CFDs oder mit anderen Instrumenten umsetzbar. Ja, auch 9:15 Uhr ist gar nicht so schlecht. Das sieht doch vernünftig aus. Kann man handeln, kann man machen. Man braucht auch nicht diesen Daily Body Faktor. Das ist jetzt nur ein weiterer Filter, der den Drawdown nochmal um einiges verringert, wie man hier sieht. Und dann entsprechend auch die Strategie verbessert. Okay, was haben wir noch für Ideen, die ihr habt? S&P von 15 Uhr bis 16:15 Uhr geht aber nicht immer auf. Schauen wir uns mal den ES an. Die Zeit haben wir noch. ES von 15 Uhr bis 16:15 Uhr. Da werden wir sicherlich dann bis 20 Uhr oder so handeln und vielleicht erst um 22 Uhr aus dem Markt gehen. Min-Range-Breite lassen wir erstmal weg, genauso wie die Max-Range-Ticks. SMR-Daily-Filter vielleicht, der macht fast immer Sinn. Wir handeln jetzt mal wieder von 2010 bis 2015 in unserer In-Sample-Phase. Wenn es da schon nicht funktioniert, brauche ich natürlich mir auch gar nicht mehr die Out-of-Sample-Phase anzusehen. Okay, geht für mich jetzt gar nicht auf. Ja, nehmen wir mal 200 Tage als SMR-Filter. Wir haben die einfache, wir haben kein Target, wir haben einen einfachen Range-Stop. Vielleicht nehmen wir hier auch wieder ein Range-Target. Ja, ich konnte bisher im ES leider 15 Uhr bis 16:15 Uhr oder auch 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr leider nie was Vernünftiges finden. Hier sieht man auch, wie es funktioniert, dass kein Fehler jetzt hier beim Trade ist. Ja, das sieht soweit gut aus. Aber ich konnte bisher leider nichts Vernünftiges finden im ES. Du hast natürlich vollkommen recht, aber wir gehen nicht direkt um 9 Uhr in den Markt, aber oft werden Trades oder oft findet die 9 Uhr, weil so viel Volumen ist, geht direkt über die Range hinaus. Ja, wenn wir von 8 bis 9 Uhr handeln. Von 9 bis 10 natürlich nicht, da hast du recht, ja, das war eben ein Fehler. Wenn wir von 9 bis 10 die Range handeln, dann gehen wir erst um 10 Uhr in den Markt. Ich meinte jetzt eben von 8 bis 9 Uhr die Variante, die uns der Helmut aufgezeigt hat. Da hast du recht, vielen Dank für die Korrektur. Stimmt, eben sind wir ja um 10 Uhr erst reingegangen. Genau, so ist das. Okay, habt ihr noch Ideen? Sonst würde ich noch was zeigen. Ich habe noch was vorbereitet. Was haben wir denn hier noch? 6E. Das ist also der Euro-US-Dollar von 8 Uhr bis 9:15 Uhr. Das könnte so ein London-Breakout-System vielleicht sein, weil der um die Uhrzeit auch, glaube ich, irgendwann die Londoner Börse eröffnet. 35, der Daily Body Factor. Das heißt, wir gehen nur bei ganz kleinen Vortageskerzen rein, wo noch kein Trend stattgefunden hat. Und ja, schauen uns mal an, wo ist der 6E, was das gebracht hat. Ich habe hier noch Range Percent Breakout angeklickt, aber das hatte ja nicht funktioniert. Jetzt gucken wir, ob die Strategie immer noch so gut ist oder einigermaßen funktioniert, so wie ich das vorher vorgeschlagen hatte. Ja, warum nicht? 50.000 Dollar, 1,46 Profit Factor, 8.000 Drawdown in der In-Sample-Phase, 100 Dollar Average Trade. Das ist so eine, ja, ganz ansehnliche, vielleicht London Breakout Strategie. Ich nenne sie einfach Breakout Strategie auf zeitlicher Basis. Auch hierzu gucken wir uns dann die Out-of-Sample-Phase an von 2008 bis 2019. Ich muss ein bisschen schneller reden, weil wir eigentlich nur noch 5 Minuten haben. Und ich noch ein, zwei Folien zeigen wollte zu den Backtests. Ich aber euch auch ganz gerne, ich denke, das ist mit am spannendsten hier diese Live-Backtests zeigen würde.
Und auch in der Out-of-Sample-Phase funktioniert das ganze System immer noch ganz gut. In letzter Zeit leider nicht mehr. Aber wir hatten diese Phase des Kursrückgangs auch hier schon mal. Das kann sich auch wieder erholen. Hier ist passiert auch genau das, was wir im FDAX nicht ganz so gut gesehen haben, wo ich aber immer darauf hinweise, Range-Breakout-System sind nicht oder überdauern oft nicht die Zeit. Also es gibt kaum Systeme, die nicht mal ein, zwei Jahre gar nicht funktionieren. Und deswegen setze ich eigentlich sehr wenig Range-Breakout-Systeme ein und bin immer sehr vorsichtig, wenn ich sowas teste. Es ist schwierig, wirklich ein konsistentes, langlaufendes System zu finden. Was haben wir noch? Wir haben noch Gold von 2008 bis 2019. Ein Gold-Breakout-System von 1 Uhr bis 8 Uhr, also 1 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens. Timestop 22:15 Uhr. Sonst keinerlei Filter drin im Gold. Auch sehr spannend. Also wirklich mal ein System fast komplett ohne Filter. Jetzt bin ich auch gespannt. Ich habe mir das nur abgespeichert. Das sind quasi so Template-Dateien, die man in NinjaTrader abspeichern kann und die man wiederverwenden kann. Auch im Gold funktioniert hier eine Range-Breakout-Variante mit 115.000 Dollar Gewinn, 10.000 Dollar Drawdown-Profit-Factor von 1,45 bei 120 Dollar Average Trade. Sieht auch immer noch, gerade jetzt auch 2019, sehr gut aus. Das sind so die drei Systeme, die ich euch zeigen wollte, oder vier mit dem ES, was aber leider nicht so gut funktioniert hat. Genau, man kann sehr gut sehen, dass wenn man kein Target verwendet, dass dann Range Breakouts besser funktionieren. Deswegen natürlich auch die statistische Auswertung vorher im FDAX. In anderen Märkten sieht das übrigens ähnlich aus, dass auch die Hoch- und Tiefs dann oft am Tagesende gemacht werden. Okay, wunderbar. Das war eigentlich der Live-Test, den ich zeigen wollte. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf die Folien, auf die letzten ein. Genau, Einführung in das Backtesting, das hatten wir eigentlich schon besprochen. Was sind für mich die wichtigsten Key Performance Indikatoren? Ich achte auf den Profit Factor, Drawdown, Trefferquote, Durchschnittsgewinn pro Trade, Anzahl der Verlusttrades in Folge, größte Verlierer und natürlich auch die Jahresverteilung der Trades. Das hatten wir jetzt noch nicht gesehen, das ist auch ganz interessant. Ich gehe nochmal zurück auf den Strategy Analyzer, so viel Zeit muss sein, und zeige hier nochmal die Jahresverteilung. Verklickt. Und hier sieht man nochmal die Jahresverteilung und sieht auch im Gold, dass wir 2008 bis 2013 sehr gute und starke Jahre hatten und jetzt die letzte Zeit eigentlich nicht mehr so viel Profit dabei rumkommt. Lieber wäre es mir natürlich, wenn alle Jahre ausgeglichen werden. Das macht das System stabiler, weil wir damit sowohl fallende, steigende, seitwärts gerichtete Märkte mit einbeziehen. Und ja, deswegen auch ja eher noch davon ausgehen können, dass das System in Zukunft funktioniert oder immer noch funktioniert. Was sind die Fehler jetzt beim Backtesting, die auftreten können? Ganz kurz noch dazu, wir können natürlich überoptimieren, wir können bei verschiedenen Datenanbietern unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Ja, es gibt noch so gewisse Ein- und Ausstiege an derselben Kerze. Das kann ein Fehler im Backtest sein. Ich nenne das Same Bar Exits. Dazu hatte ich immer was geschrieben auf meiner Internetseite. Wir müssen aufpassen, wenn wir in Aktienindex handeln, dass wir in sowas wie Survivorship Bias nicht reinlaufen, weil die Aktien sich ja in einem Index über die Jahre hinweg ja tauschen und auch herausfallen aus einem Index. Wenn wir einen Index, den S&P 500 mit den heutigen Aktien 20 Jahre zurückhandeln, ist das kein solider Backtest und auch kein gültiger Backtest, weil die Aktien natürlich gewechselt haben im Laufe der Zeit. Das nennt sich Survivorship Bias. Wir müssen aufpassen, dass wir in der Programmierung nicht Daten aus der Zukunft verwenden, auch ganz wichtig. Handelszeiten müssen wir beachten, gerade beim Wechsel von Sommer- auf Winterzeit, wenn wir Intraday handeln. Kommission Slippage hatte ich eben schon was zugesagt. Und ganz wichtig für mich immer, vertraue keiner grandiosen Equity-Kurve ohne jegliche Rücksetzer. Das sind entweder Martingale-Systeme, die eine Zeit lang gut funktionieren, also Systeme, die oft verdoppeln, wenn sie einen Verlusttrade haben und dann irgendwann mal kaputt gehen einfach, also einen Riesenverlusttrade haben, ähnlich wie im Casino das Verdoppeln. Und was wir eben gesehen haben, wir haben auch Programmierfehler drin. Dieses Use Range Percent Breakout hat irgendwie nicht funktioniert. Warum, muss ich mir gleich mal ansehen im Nachhinein. Werde ich aber finden, den Fehler. Aber wenn sowas natürlich im Live-Trading dann auftritt, ist es auch nicht schön.
Genau, Backtesting generell ist sehr einfach. Die Fehler passieren allerdings sehr schnell, weil die Gefahr der Überoptimierung natürlich überall lauert. Auch mit so einer schönen In-Sample und Out-of-Sample-Testmethodik, wie ich sie eben vorgestellt habe, sind wir nicht immer auf der sicheren Seite. Wir haben oft sehr schöne Equity-Kurven auch im Internet, aber ja, viele 100% im Monat sind einfach unrealistisch, glaub mir. Also bitte generell immer alles hinterfragen, auch meine Tests hier, bitte selber nochmal testen. Vielleicht testet der Helmut auch nochmal seine Strategie oder wir haben irgendwas wahrscheinlich hier vergessen, damit wir die Ergebnisse ja noch eher angleichen können. Schaut euch Auswertungen von den Trades an, den Gesamtgewinnen, den Average-Gewinn und ja, nehmt am liebsten einfache Systeme. Am besten dafür gedacht oder am besten bieten sich da natürlich saisonale Systeme an, wie wir sie im letzten Webinar besprochen haben. Das sind wirklich ganz, ganz einfache Dinger, die aber auch sehr, sehr lange funktionieren können. Range-Breakout-Systeme funktionieren auch gut, aber immer nur eine Zeit lang. Genau, die Basisvariante als Fazit und Zusammenfassung noch kurz ist recht einfach. Wir haben sehr viele Parameterkombinationen. Slippage muss man allerdings und auch den Bid-Ask-Spread im Live-Trading beachten, gerade wenn man die Range von 8 bis 9 Uhr handelt. Nicht von 9 bis 10 Uhr natürlich, sondern von 8 bis 9 Uhr oder auch andere Zeiten, wo sehr viel Volumen im Markt ist und sehr viele Marktteilnehmer. Verschiedene Stop-Varianten sind sinnvoll. Wir haben jetzt nur den Range-Stop getestet und einen Trailing-Stop. Man kann aber auch noch einen volatilitätsbasierten Stop testen oder andere Stop-Varianten. Auch die bringen je nach Variante ein bisschen was. Filter auf Tagesbasis haben wir getestet, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, je nach Marktphase verschiedene Parameter, das wäre auch ein Ansatz, dass man Marktphasen vorab identifiziert und dann entsprechende Systeme mit unterschiedlichem Parameterset auf diese Marktphasen einsetzt. Und ja, als wichtig ist es eigentlich, kein System funktioniert ewig, gerade im Bereich der Range-Breakout-Strategien. Deswegen brauche ich ein Systemportfolio. Ich setze aktuell so 12, 13, 14 Strategien ein, wo man auch Strategien hinzunehmen kann und abschalten kann. Wir müssen Strategien immer überwachen und adjustieren. Auch das ist sehr wichtig und unumgänglich, denn unsere Backtests, die geben sicherlich keine hundertprozentige Gewissheit über die zukünftige Performance. Und überall da, wo wir können, müssen wir natürlich Fehler durch das Backtesting vermeiden. Okay, ich habe ja eben von den Videotrainings gesprochen. Hier ist mal so ein Überblick, was ich aktuell noch habe auf meiner Internetseite unter Videotrainings. Da sind auch Handelssysteme jeglicher Art mit dabei. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Ich wende mich jetzt durch. Ich gucke noch mal kurz in den Fragendialog. Ja, da kommt die Frage, ob es möglich ist, mit Footprint ein Handelssystem zu programmieren. Das ist ja wirklich im Millisekundenbereich und das Volumen wird da ausgewertet, soweit ich weiß. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ist sicherlich nicht ganz so einfach. Mit NinjaTrader würde ich es nicht machen. Das ist sicherlich nicht die richtige Plattform dafür. NinjaTrader würde ich so ab Minutenbasis aufwärts einsetzen. Genau, ab und zu hört man sicherlich noch mal was von mir. Ich war jetzt in letzter Zeit etwas ruhiger, weil ich ein paar andere Projekte auch noch hatte. Aber auch für den einen oder anderen Kunden da noch im Einsatz bin. Und das sind natürlich spannende Dinge und möchte mich eigentlich nicht mehr so viel auf Werbung oder ja, Facebook oder was auch immer da rumtummeln. Das mache ich momentan dann eher nicht mehr. Das fällt dann halt unten durch. Ist aber auch okay, aber trotzdem bin ich noch dabei und bleibe auch dabei. Die Strategie Open Source. Naja, ihr könnt ja die Strategie, die ich jetzt hier vorgestellt habe, selber nachstellen und programmieren. Wenn ihr nicht programmieren könnt, dann müsst ihr euch halt irgendwie ein System suchen, mit dem ihr die zusammenbauen könnt oder euch die programmieren lassen. Open Source ist, glaube ich, hier in dem Bereich der falsche Begriff dann dafür. Aber die Regeln sind klar und eindeutig. Jeder kann die nachhandeln manuell. Für eine Automatisierung ist halt meist auch ein bisschen Programmierung notwendig. Okay, das war's von mir. Hier nochmal ein paar Links. Im letzten Webinar haben wir über Saisonalität gesprochen. Hier ist auch nochmal die Internetseite dazu. Den Newsletter, den hatte ich im letzten Webinar noch gezeigt. Der ist nicht aktiv aktuell, deswegen braucht ihr euch da nicht anzumelden. Ab und zu werde ich nochmal was von mir hören lassen, vielleicht sogar mit Via Self Invest. Das werden wir im Nachgang besprechen. Und alles Weitere zu NinjaTrader und so steht auch auf der Internetseite. Und Via Self Invest hilft da bestimmt dann auch noch weiter. Prima. Da bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Abend. Und ich denke, um 20 Uhr die Uhrzeit, da haben wir doch einiges mehr an Teilnehmern noch gehabt. Ist vielleicht dann doch ein bisschen angenehmer für die meisten, weil sie dann schon von der Arbeit zu Hause sind.
Und ich hoffe, ich konnte noch ein bisschen was Neues zeigen. Viele Sachen sind natürlich bekannt, aber ist natürlich auch, finde ich, wichtig, dass man die Sachen dann öfters hört und vielleicht auch nochmal ein paar Tests hier vorgestellt bekommt. Wenn ihr sowas wie Live-Trading oder Live-Back-Tests gut findet oder auch mal ein Seminar haben wollt, schreibt gerne an via-self-invest. Ist alles machbar. Wenn ihr das mal dann unter vier Augen oder unter 20 Augen, ich weiß nicht, wie viele Leute bei so einem Seminar dann dabei sind, auch mal machen wollt, könnt ihr gerne Stefan oder irgendjemanden ansprechen, dass wir das vielleicht dann mal in Zukunft machen oder auch nochmal sowas über Live-Back-Testing machen, je nachdem, wo eure Schwerpunkte liegen. Okay, ich bedanke mich und beende dann hiermit das Webinar. Einen schönen Abend noch.